Guten Abend, liebe Zuschauer. Willkommen bei Aktenzeichen X3Y Ungelöst. Neue Erkenntnisse im NSU-Fall. Die DNA von Bönhardt, Mundlos und Schäpe sind an weiteren Tatorten nachgewiesen worden. Unter anderem in der Badewanne von Uwe Barschel, am Schuh von Lady Di und am Torpfosten von René Adler. Deswegen schalten wir jetzt live zum Leiter des Polizeilabors. Herr Professor, handelt es sich bei diesen DNA-Funden denn um Ermittlungspannen? Nein, Ermittlungspannen? Also wir arbeiten hier sehr genau, höchst professionell. Gut, um die noch offenen Fragen im NSU-Fall zu klären, sind die Behörden im Dauereinsatz. Nach intensiver Suche hat die Polizei jetzt neue Zeugen gefunden. So, Sie sind ja die Zeugen. Was wissen Sie über den NSU? Nichts, aber wir wissen sehr viel über Gott. Aha. Überraschender Fund an einem der Tatorte. Dort ist ein sogenannter Kackhaufen entdeckt worden. Der Haufen stammt aber nicht, wie zunächst angenommen, von Beate Zschäpe, sondern vom Polizeihund Balduin. Nach Angaben der Polizei handelt es sich dabei um denselben Hund, der schon an anderen Tatorten Beweise aufgefressen hat. Gut, die Beweise rochen auch immer nach Wurst. In Zukunft werden wir den Tatort erstmal ordentlich reinigen, bevor wir den Spürhund dahin lassen. Für das Verschwinden zahlreicher Akten in den Büros des Verfassungsschutzes sei Balduin aber nicht verantwortlich. In monatelangen internen Ermittlungen konnten Forensiker folgenden Tathergang rekonstruieren. Auf einer Bananenschale, die mehrere Jahre an derselben Stelle im Büro lag, ist ein Mitarbeiter mehrfach ausgerutscht und gegen das leicht geöffnete Fenster gestolpert. Der Windstoß aus dem geöffneten Fenster hat dann dem Mitarbeiter bestimmte NSU-Akten aus der Hand gerissen und um die Ecke hinter einen Tisch geweht, wo zufällig der Reißwolf stand, in den die Akten dann hineingefallen sind. Tja, liebe Zuschauer, zum Schluss haben uns die Behörden gebeten, folgenden Aufruf zu verlesen. Wir brauchen Ihre Mithilfe. Dringend. Für Hinweise aller Art sind wir dankbar. Scheiße, ey. Irgendwas. Wir geben den Fall sonst auch gerne ab an irgendjemand, der sich mit sowas auskennt. Ja. Und das war Aktenzeichen X3Y ungelöst. Sehen Sie jetzt im Anschluss Akte Nix, die unheimlichen Fälle des BKA. Und damit zurück zu dir, Christian.